Hallo und herzlich willkommen in mein Deko-Ideenreich. Heute zu meinem zweiten Video in meiner kleinen Espresso-Kapsel-Serie. Und heute geht es auch wieder um eine Schmuckidee. Und die Art, wie ich heute diese Kaffeekapseln weiterverarbeite, lässt sich auch ganz toll wieder ein Armband draus machen. Das werde ich euch heute auch zeigen. Man kann diese Technik aber auch dazu verwenden, dass man sich daraus eine Halskette macht. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuschauen. Und hier seht ihr, was ihr alles braucht. Das sind einmal 16 Kaffeekapseln. Die Anzahl hängt allerdings auch davon ab, was für einen Umfang euer Handgelenk hat. Dann ein altes Küchenmesser, mit dem ihr die Kaffeekapsel öffnet und säubert. Dann ein Rundholz. Ich habe hier so einen alten Kochlöffel mit einem Durchmesser von ca. 1 cm. Dann eine spitze Schere. Es kann auch eine alte Nagelschere sein. Wichtig ist, dass es nicht eure beste, schärfste Bastelschere ist, denn die Schneiden werden beim Schneiden von Metall leider immer ein bisschen stumpf. Dann eine kleine Flachzange und so ein Kettenverschluss. Bei dem Kettenverschluss ist es wichtig, dass am Ende der Ring, der dann an dieser Kette befestigt wird, nicht zu klein ist. Denn dieser Ring, der sollte so groß sein, dass er später einfach in diese Kettenglieder, die wir uns aus diesen Kaffeekapseln machen, reinpasst. Ich habe mir diesen Kettenverschluss einfach von einem alten Schmuckstück abgemacht, wo ich weiß, das werde ich ganz sicher nicht mehr tragen. Also bevor ihr was Neues kauft, schaut einfach mal, was ihr so in der Schublade findet. Da befinden sich manchmal Dinge, an die man gar nicht mehr denkt. Zuerst werden wir die Kaffeekapsel öffnen und reinigen. Und wie einfach das geht, das zeige ich euch jetzt. Und dann muss die Kapsel nur noch gespült und getrocknet werden und dann kann man sie schon weiterverarbeiten. Und da ich jetzt auch nur diesen Kapselrand brauche, werde ich mir den Kapselboden jetzt abschneiden, indem ich hier außen einsteche und dann am Rand entlang einmal außen herumschneide. Und ist dieser Kapselring hier jetzt noch ein bisschen ausgefranst, dann kann man das jetzt noch gut nachbessern. Und das mache ich jetzt mit allen anderen Kapseln genauso. Ich habe meine Ringe jetzt alle vorbereitet und im nächsten Schritt werden wir uns diese Kettenglieder formen. Dafür brauchen wir das Rundholz. Ich lege den Ring so auf das Holz auf, dass er hier genau in der Mitte aufliegt. Dann forme ich diesen Ring nach unten um dieses Holz herum und dabei entsteht hier oben und hier unten jeweils so ein kleiner Knick. Und auf der Rückseite ist es wichtig, dass ihr diesen Ring richtig schön an dieses Rundholz anformt. Dann entfernt ihr das Rundholz und arbeitet diese Knickstellen noch mal ein bisschen nach und schaut, dass das Ganze schön symmetrisch gebogen ist. Jetzt wird das Holz ein weiteres Mal an dem Ring angelegt, und zwar hier in dieser Kuhle, auch wieder schön in der Mitte. Das ist immer wichtig, dass ihr da genau arbeitet, damit euer Kettenglied nachher schön symmetrisch und gleichmäßig aussieht. Und jetzt biegt ihr diese beiden äußeren Enden um das Holz herum zueinander, entfernt das Holz auch wieder. Und jetzt könnt ihr das Ganze noch mal ein bisschen nachformen. Wenn euch diese rundliche Form gefällt, könnt ihr das so lassen. Wenn ihr das Ganze ein bisschen länglicher haben wollt, dann könnt ihr jetzt in dem Moment das Ganze noch mal ein bisschen nachformen, diese Knickstellen noch mal ein bisschen nacharbeiten. Und dann ist so ein Kettenglied auch schon fertig. Und so mache ich das jetzt auch mit allen anderen Ringen und dann sehen wir uns zum Zusammensetzen der Kette wieder. Ich habe meine Kettenglieder jetzt alle fertig vorbereitet und da ich jetzt zwei verschiedene Farben verwendet habe, werde ich die jetzt natürlich auch jeweils im Wechsel ineinander hängen und wie das geht, das zeige ich euch jetzt. Ich nehme ja zwei Glieder her und hier oben an den geschlossenen Seiten wird jetzt dieses zweite Kettenglied eingefädelt und zwar so, dass ich mir die Spitzen hier ein bisschen auseinanderbiege und dann hier durch die geschlossenen Ösen hier oben quasi hindurchfädle. Und dann dieses Kettenglied wieder zusammenbiege. Thank you.
Zwischendurch messe ich mir immer mal wieder an meinem Handgelenk ab, wie viele Kettenglieder ich eigentlich brauche. Ich konnte jetzt sogar 2 Kettenglieder weglassen und jetzt werde ich noch den Verschluss anbringen. Dafür nehme ich mir jetzt die eine Seite meines Verschlusses und biege diesen großen Ring auseinander. Und genau diesen Ring hänge ich jetzt in das letzte Glied meines Armbandes ein und schließe ihn mit der Zange. Und dasselbe mache ich jetzt mit dem Gegenstück auf der anderen Seite meines Armbandes. Fädel meinen Ring ein und schließe ihn mit der Zange. Und so sieht euer fertiges Armband dann aus. Meine Armbänder sind fertig und ich bin richtig begeistert. Einmal hat es total viel Spaß gemacht, mit diesen Farben zu spielen, denn diese Kapseln gibt es ja in unzähligen Farbtönen. Und zum anderen, was ich jetzt ganz klasse finde beim Tragen, ist, dass diese Armbänder federleicht sind. Man spürt sie kaum, denn was ich gar nicht leiden kann, ist, wenn Schmuckstücke so schwer am Körper hängen. Und deshalb werde ich diese Armbänder definitiv gerne tragen. Und ich freue mich jetzt schon auf eure Kommentare. Schreibt mir einfach, was euch gefallen hat oder auch nicht. Und am Ende des Videos werde ich euch jetzt noch diese andere Upcycling-Idee aus Kaffeekapseln verlinken und noch ein anderes Video. Und ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal und sage für heute Ciao.